Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier sind und vielen Dank möchte ich auch Sebastian, ich möchte mich sehr bei Sebastian auch bedanken für die sehr, sehr großzügige Einleitung, auch bei Manfred für die sehr freundliche Gastfreundschaft und bei Oliver Prausmüller, der auch an der Organisation dieser Veranstaltung betätigt war. Ich möchte mich auch dann bei Katharina Kucharowicz und Alexandra Strickner für ihre Teilnahme bedanken und entschuldigen für die schlechte Aussprache. Mein Name wird immer inkorrekt in England ausgesprochen. Ihre Teilnahme ist aber am wichtigsten, finde ich, als Publikum. Und das ist, weil ich in den letzten Jahren das öffentliche Interesse an EU-Handelspolitik so stark wie nie gestiegen ist. Wenn es mir in den vergangenen Jahren gelang, 5 Akademiker zusammen zu kriegen, um meinen Vorträgen zu diesen Themen zuzuhören, dann habe ich mich als glücklich, ausgesprochen glücklich gesehen. Und in dieser Hinsicht natürlich ist das Handelsabkommen TTIP, aber auch das Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada das Thema, das das größte Interesse in deutschsprachigen Ländern erweckt hat. Weil gerade dort starke Bedenken bestehen, dass diese Abkommen gravierende Veränderungen des sozialen Niveaus, des Umweltschutzes und der demokratischen Entscheidungsfindung hervorrufen können. Natürlich möchte ich heute Abend etwas Unmögliches wagen und dieses Buch in 20 Minuten zusammenzufassen. Aber Sebastian, bitte unterbrich mich, wenn ich den 20 Minuten ganz knapp überschreite. Kurz gefasst ist unser Vorhaben in diesem Buch, die Polemik, die dieses Abkommen umgeben hat, zu vermeiden und versuchen es sachlich, aber trotzdem noch kritisch, wie der Titel natürlich hervorgibt, unter die Lupe zu nehmen. Nächste Dia, bitte. Also, das ist natürlich nicht bei der ganzen Übertreibung, die es um das Abkommen geht, einfach, ne? Weil auf einer Seite wird dieses Abkommen als Patentlösung für die europäische Krise dargestellt. Seitens der Befürworter gibt es 2 Hauptargumente nämlich für TTIP. Erstens wird das Abkommen gewaltig angeblich zum Wachstum und zur Beschäftigung beitragen. Es wird ein Geldregen produzieren für die europäische Konjunktur. Und so Karel de Gucht, dem ehemaligen Handelskommissar nach, sei TTIP das billigste Konjunkturprogramm, das man sich vorstellen kann. Das zweite Hauptargument, das immer wieder oder immer häufiger vorgebracht wird, weil dieses erste ökonomische Argument kritisiert wird, lautet, dass TTIP die letzte Chance sei, für EU und USA ihre ökonomische Macht auszuüben, um die Regeln der Globalisierung zu definieren, vor dem Aufstieg Chinas und anderer Schwellenländer. Und das wird natürlich in diesem Zitat von der jetzigen Handelskommissarin natürlich hervorgebracht. Ne? Sie sagt, dass es, wenn es beiden größten Mächten der Welt gelingt, sich in Bezug auf den Handel auf Standards zu einigen, wäre dies die Grundlage für eine internationale Zusammenarbeit, um globale Standards zu schaffen. Hört sich natürlich alles super an. Aber natürlich ist das nicht die einzige Geschichte, die man zu TTIP hört. Nächste Dia bitte. Auf der anderen Seite dieser polarisierten Diskussion gibt es die behaupten, dass TTIP mehr oder weniger das Ende des Wohlfahrtsstaates bedeutet. Welterschütternd sei TTIP. Es bringe die Konzernherrschaft dank privater Schiedsgerichte, in denen ausländische Investoren Staaten wegen ihrer Regulierungspolitik verklagen können und dazu auch noch zum Abbau jedes Sozial-, Verbraucher- und Umweltschutzes. Und zum Import von Chlorhühnchen. Aber bei so einer polarisierten Debatte ist es natürlich schwierig zu wissen oder zu denken vielleicht, was man zu TTIP halten soll. Wobei in Österreich viele schon sich dazu eine Meinung formiert haben. Und im Buch daher präsentieren wir ein dreiteiliges Argument. Erstens, dass TTIP nicht zu großen BIP-Gewinnen führen wird und auch nicht zum Setzen globaler Standards. Also wir kritisieren die Hauptargumente für TTIP. Und stattdessen und zweitens geht es unseres Erachtens nach bei TTIP um etwas viel Wichtigeres und etwas viel Problematischeres als die Chlorhühnchen. Nämlich
um die diskursive Diskreditierung von Umweltschutz, sozialer Politik etc. im Namen des freien Marktes, in dem Regulierung immer mehr als Amtsschimmel bezeichnet wird. Und hier geht es nicht so sehr um die direkte Untergrabung von Normen oder Bestimmungen, sondern eher um eine Deregulierung durch die Hintertür, in dem das agendabestimmte Umfeld der Gesetzgebung, konkreter gesagt, ein Abschreckungseffekt eingeführt wird. Und glücklicherweise, wie Ihre Anwesenheit heute bestätigt, ist das nicht das Ende der Geschichte bei TTIP, weil trotz dieser Versuche, die Regulierungspolitik zu entpolitisieren, hat TTIP dazu geführt, dass ein eher technokratischer Bereich der Politik repolitisiert worden ist, wie Sebastian schon angesprochen hat. Und daher hat meines Erachtens nach TTIP auch möglicherweise positive Folgen. Nächste Dia. Beginnen wir aber erst mit einem Überblick von TTIP und dem Inhalt der Verhandlungen. Und hiermit müssen wir es ist ganz wichtig zu betonen, dass TTIP nicht der erste Versuch ist, ein transatlantisches Handelsabkommen instande zu bringen. Es gab schon frühere Initiativen aus den 90er Jahren und vor 10 bis 12 Jahren, um solche Verhandlungen zu starten, aber diese führten wegen dem Angst vor der Proteste in der Öffentlichkeit und der Opposition gewisser Mitgliedstaaten, insbesondere Frankreich, zu nichts weiter. Die aktuellen TTIP-Verhandlungen kann man auf einen US-EU-Gipfel von 2011 zurückführen, bei dem eine hochrangige Arbeitsgruppe für Wachstum und Beschäftigung zusammengestellt wurde, die 2013 zum Ergebnis kam, dass ein TTIP ein umfassendes Handels- und Investitionsabkommen für beide Volkswirtschaften den größten Nütze brächte. Und dann begann daraufhin, nachdem der EU-Rat seine Zustimmung den von der EU-Kommission vorgelegten Verhandlungsmandat seine Zustimmung gab, im Juli 2013 die Verhandlungen. Und wir hatten gerade eben Ende April die 13. Verhandlungsrunde in New York. Also es wird schon längere Zeit, fast 3 Jahre, an diesem Abkommen gearbeitet. Worum wird aber verhandelt? 3 Hauptbereiche gibt es hier. Im ersten geht es um traditionelle Handelsfragen, wie der Marktzugang, zum Beispiel Zolleliminierung bei Gütern, Marktzugang für Dienstanbieter. Aber der wichtigste Bereich ist der zweite. Und hier geht es um die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen. Und dies ist der Hauptbereich, weil im Großen und Ganzen Zölle sehr niedrig sind und die Haupthemmnisse für den Handel und für die Investitionen in unterschiedlicher Regulierung zwischen den EU und den USA liegen. Es handelt sich hier nicht nur um die Frage von gegenwärtiger Regulierung, aber auch von zukünftiger Regulierung und diese zwischen den EU und US kompatibler zu machen. Letztlich geht es bei TTIP auch um andere handelsbefassende Bestimmungen wie nachhaltige Entwicklung, Rechte am geistigen Eigentum und am wichtigsten politisch gesehen um den Investorenschutz und um Investorenschiedsgerichte, das berüchtigte ISDS. Wie Sie sehen, geht es hier um eine sehr umfassende Verhandlungsagenda, um eine sehr ambitiöse Verhandlungsagenda. Und deswegen war eines der Hauptanliegen der Verhandler und der Befürworter von TTIP, dass man dieses Abkommen einer möglicherweise skeptischen Öffentlichkeit verkaufen kann. Ne? So sprach zum Beispiel eine interne Memo, die inoffiziell verbreitet wurde der Kommission, die 2013 geschrieben wurde, dass eine starke politische Kommunikation entscheidend sein würde für den Erfolg der TTIP-Verhandlungen. Und zwar sowohl um den EU-Verhandlungszielen umzusetzen, wie dafür zu sorgen, dass das Abkommen schließlich ratifiziert wird. Und hier kommen wir zu den 2 Hauptmärchen, kann man sagen, die von Befürwortern von TTIP vorgebracht werden, um das Abkommen zu verteidigen. Und das erste davon ist das Märchen von Wachstum und Beschäftigung. Also, hier gibt es natürlich, Sie haben vielleicht davon schon gehört, 2013 gab die Kommission oder veröffentlichte die Kommission eine von ihr in Auftrag gegebene Wirtschaftsstudie zu TTIP, die von dem Center for Economic Policy Research produziert wurde in London. Und die sprach von großen Wirtschaftsgewinnen bei TTIP, bis zu 120 oder 119 Milliarden Euro für die EU, extra BIP. Und das kostenlos natürlich. Und in einer Zeit der Sparpolitik hört sich das natürlich sehr
sehr gut an. In England sagt man, the best thing since sliced bread, das Beste seit geschnittenem Brot. In England mögen sie Toast, bei Ihnen vielleicht nicht. Und das gleicht ungefähr 0,5% des EU-BIPs oder konkreter gesagt ungefähr 545 Euro pro vierköpfige Familie oder wenn man das jetzt auf Person pro Woche runterkalkuliert, ungefähr 2,50 Euro pro Person pro Woche. Ne? Also vielleicht ein Bierchen oder ein extra Milchkaffee, aber keine große Sache. Also wenn man jetzt von einem Ausweg aus der Krise redet, ist es ein eher enger Ausweg, würde ich mal sagen. Zum anderen, und das Argument präsentieren wir im Buch, werden diese Zahlen eher als politisches Instrument im Kampf um TTIP verwendet. Sie stellen eigentlich eine Art von, eine Theorie vom Soziologen Jens Becker zu benutzen, es gibt hier ein Management von fiktionalen Erwartungen, im Sinn, dass jede Prognose der Zukunft hier des wirtschaftlichen Gewinnes als zwangsläufig falsch ist, weil die Zukunft nicht vorhersehbar ist. Und hier, spezifisch gesehen, übertreiben diese Modelle erstens die Gewinne von TTIP und zweitens werden die Kosten von TTIP heruntergespielt. Erstens, weil die oberen Schätzungen hier darauf basieren, dass die Annahme machen, dass die Hälfte aller nicht-tarifären Handelshemmnissen zwischen der EU und den USA entfernt werden. Das heißt, dass die Hälfte aller Regulierungsunterschiede zwischen den USA und der EU entfernt werden, was natürlich sehr optimistisch gesehen ist. Und zweitens werden diese Divergenzen dann halt nur als zu entfernende Handelshemmnisse dargestellt. Und natürlich bestehen da gewisse Kosten, wenn man sich an die US-Lebensmittelpolitik anpasst oder in den USA, wenn man sich an die eher sehr wenig umfangreichen Regulierungen im Finanzmärkten der EU anpasst. Es gibt bestimmte soziale Kosten, diese Divergenzen zu eliminieren. Und daher kann man diese Eliminierung nicht nur als positiven Gewinn für den BIP darstellen. Nächste Dia, bitte. Also, okay, diese Argumente wurden viel kritisiert und deswegen tendieren jetzt TTIP-Befürworter dazu, TTIP mit einem anderen Narrativ zu verkaufen. Das heißt, TTIP sei die Chance, globale Standards zu setzen. Ne? Vor dem Aufstieg der Schwellenländer, während die EU und USA noch Market Power haben. Und dies wird vor allem dazu benutzt, um fortschrittliche Kritiker zu beschwichtigen, indem gesagt wird, dass dank der gemeinsamen EU- und US-Werte so ein Abkommen dazu dient, uns gegen die Absenkung Standards durch China zu schützen. Andere reden natürlich auch von einer ökonomischen NATO, die transatlantische Partnerschaft auch in Sicherheitsfragen stärkt. Und was wir hier im Buch vorstellen, ist das Argument, dass hier alles vom Modus der Regulierungsarbeit abhängt. Ich habe eine Tabelle auf der nächsten Dia, aber da gehen wir besser nicht ein. Wenn Sie die Details wollen, dann schlage ich Ihnen vor, das Buch zu lesen. Aber kurz gesagt geht es hier um die Frage, was für eine Form der Regulierungszusammenarbeit es gibt. Ne? Also wenn jetzt die USA und die EU, wie oft gesagt wird, ihre Standards harmonisieren würden, sich auf einen gemeinsamen Standard zum Beispiel in der Lebensmittelsicherheit oder für Autoscheinwerfer einigen, dann könnte das möglicherweise bedeuten, dass Drittländer und Exporteure aus Drittländern ein Interesse daran hatten, sich diesem einen Standard anzupassen. Aber was vorhergesehen wird, wenn man sich die Verhandlungsdokumente genauer anschaut, ist eher eine gegenseitige Anerkennung von US und EU Bestimmungen. Das heißt, dass EU oder US-Exporteure in den Sektoren, wo es gegenseitige Anerkennung gibt, sich nur an einen Standard halten müssen. Aber das würde im Prinzip könnte das auch zu einer globalen Standardsetzung führen. Aber was explizit in vielen der EU-Verhandlungsdokumenten gesagt wird, ist, dass
es hier sich um eine bilaterale, also eine diskriminierende gegenseitige Anerkennung handelt. Es heißt, nur US- und EU-Unternehmen sollen von dieser gegenseitigen Anerkennung profitieren. Und das würde natürlich nicht, und das gibt natürlich Exporteuren aus Drittländern keine Gründe, keinen Anreiz, sich an Standards anzupassen. Und daher würden dadurch natürlich keine globalen Standards gesetzt. Dazu kommt noch, dass die gegenseitige Anerkennung zu einer möglichen deregulatorischen Dynamik führen kann, indem sich Firmen, erlaubt, höhere Standards umzugehen, weil diese als äquivalent akzeptiert werden. Okay, nächste Dia. Oh, nochmal. Diese Tabelle können Sie sich im Buch in aller Ruhe anschauen. Also, wenn es bei TTIP nicht um Standards geht oder globale Standardsätze geht und nicht um Wachstum und Beschäftigung geht oder zumindest um sehr wenig Wachstum und sehr wenig Beschäftigung, wozu geht es eigentlich bei TTIP? Wo ist die Quintessenz dieses Abkommens? Und hier ist, glaube ich, eines unserer Hauptargumente, dass es hauptsächlich um eine Sache geht, und das ist den Bürokratieabbau im Interesse der Großunternehmen, die angeblich kostspielige Last der Überregulierungen in der Wirtschaft erleichtern wollen. Natürlich betonen die Verhandler immer, dass es hier bei TTIP nicht um eine direkte oder dass es keine Absenkung von Standards geben wird. Und in gewisser Hinsicht haben sie recht. Ja? Sie lügen nicht direkt, aber sie verschleiern die Wirklichkeit. Und es gibt mehrere oder wesentliche indirekte Formen der Deregulierung oder Deregulierung durch die Hintertür. Eine davon natürlich ist die gegenseitige Anerkennung, weil direkt, wenn man Standards in einem Sektor sich gegenseitig oder wenn man gegenseitige Anerkennung in einem gewissen Sektor hat, dann tut man seine Regelungen nicht ändern, ne? Dann tut man die Standards direkt nicht absenken. Aber wenn die Standards nicht äquivalent sind, dann können natürlich Firmen den höheren Standard umgehen. Erstens. Und deswegen haben die Konzerne, die ein starkes Interesse an TTIP haben, darauf eher bestanden, eher auf eine gegenseitige Anerkennung bestanden und nicht auf eine Harmonisierung in den meisten Sektoren. Zweitens, und hier wird es ein bisschen technischer, das können Sie sich vielleicht nicht vorstellen, aber naja, es geht hier um einen größeren Trend und um die Umdefinierung der Regulierung als Handelshemmnis. Das haben wir schon bei der Modellierung gesehen. Aber was auch vorhergesehen ist, ist, dass das TTIP als lebendiges Abkommen fungiert. Das heißt, es würde Auswirkungen auf Verordnungen und rechtliche Verfahren jenseits von Unterschrift und Ratifizierung haben. Und gegenwärtig hat dies die Form von zwei Kapiteln, die von der EU vorgeschlagen worden sind, die auf alle Regulierungen einen Effekt haben würden. Das erste davon, dieser Kapitel, ist ein Kapitel über Good Regulatory Practices oder eher um verfahrenstechnische Verordnungen, wo es eine größere Verpflichtung geben würde, Unternehmen zu konsultieren bei der Regulierung und dazu noch rigoröse quantitative Folgenabschätzungen, die den Effekt von Bestimmungen auf den transatlantischen Handel kalkulieren, durchzuführen. Das ist das Erste. Zweitens wird vorhergesehen, und das ist das zweite Kapitel, das von der EU vorgelegen worden ist, mehr regulatorischen Austausch oder Regulatory Cooperation zwischen EU und US-Regulierungsbehörden über neue und schon existierende Regulierungsmaßnahmen. Und eventuell soll dazu auch noch ein Regulierungskooperationsgremium dazukommen. Das wurde natürlich viel kritisiert und deswegen ist es im Moment nicht in den EU-Vorschlägen, aber das soll angeblich zurückkommen. Und das Ziel dieser Maßnahmen besteht darin, den politischen Handelsspielraum in der Ordnungspolitik wesentlich zu reduzieren, weil diese Maßnahmen natürlich diesen regulierischen Prozess verkomplizieren. Ne? TTIP ist dann damit auch direkt mit der EU-Agenda für bessere Rechtsetzung oder der EU Better Regulation Agenda verbunden, die ähnliche Schritte für EU-Regulierungsprozesse vorsieht. Laut der Kommission damit angestrebte Ziele zu möglichst geringen Kosten erreicht werden.
Ja, es wird immer von besserer Rechtsetzung geredet, aber es geht eigentlich um Deregulierung und TTIP verstärkt diesen inneren Prozess. Was dabei sehr interessant ist, ist, dass man diesen Einfluss von TTIP auf die Ordnungspolitik schon im Kontext der Verhandlungen gesehen hat. Man hat schon gesehen, wie US- und kanadische Verhandler Druck auf EU-Regulierer ausgeübt haben oder Verhandler ausgeübt haben. Und als Antwort auf diesen Druck hat die Kommission Vorschläge zur Qualitätsregulierung bei Pestiziden und Kraftstoffen zurückgezogen. Also dieser Effekt, dieser Chill-Effekt, dieser Abschreckungseffekt existiert schon. Aber, nächste Dia bitte, glücklicherweise erleben wir statt einer kompletten Entpolitisierung der Regulierungspolitik eher die Repolitisierung der Handelspolitik. Und ich meine hierzu die Repolitisierung, weil Ende der 90er, Anfang der 2000er auch große Proteste um die Welthandelsorganisation und das multilaterale Handelsinvestitionsabkommen MAI gab. Und im Buch analysieren wir natürlich diesen zivilgesellschaftlichen Prozess im letzten Kapitel. Und was wir finden ist, dass es hier viel um Framing geht, also das Abkommen als Bedrohung darzustellen und sehr effektiv. Also statt Wirtschaftsankurbelung wird TTIP als Bedrohung für Demokratie und Sozial- und Umweltschutzniveaus geframed. Ne? Und natürlich, hier gibt es mehrere Argumente, die Sie wahrscheinlich schon alle kennen. Da gehe ich jetzt nicht detailliert rein, aber kurz gesagt wurde allgemein ISDS quasi der Hauptblitzableiter der Opposition, weil damit die Konzernherrschaft hergestellt werden soll, angeblich. Zweitens wurde die Regulierungskonvergenz hart kritisiert. Sowohl das Potenzial, dass TTIP zu einem Wettlauf nach unten bei der Regulierung führt, sowohl als das lebendige Abkommen, das Living Agreement. Und natürlich wurde der Mangel an Transparenz auch heftig kritisiert, weil das natürlich bei der Ordnungspolitik sehr undemokratisch sei. Und das Interessante dabei ist, und das ist vielleicht unser Beitrag zur Debatte, ist, dass die Kommission gewisse Schwierigkeiten, diese eher normativen oder wertebasierten Fragen anzusprechen hat. Traditionell wurden wirtschaftliche Argumente bei Handelsabkommen vorgebracht, um bei verteilungspolitischen Auseinandersetzungen zwischen Verlierern und Gewinnern der Liberalisierung die sogenannten Protektionisten, ja, die Verlierer der Handelsliberalisierung, zu isolieren. Ne? Aber natürlich bei einer wertebasierten Kritik, dass ein Abkommen der Demokratie schadet oder dem Umweltschutz, ist es natürlich viel, viel schwieriger, die Gegner eines Handelsabkommens so zu diskreditieren als Protektionisten. Ne? Weil es geht natürlich hier nicht um Protektionismus, es geht um größere Werte. Und daher wird die Kommission immer, oder wurde die Kommission und wird die Kommission immer noch in die Defensive gedrängt und musste schon einige Kompromisse eingehen bei den heikelsten Themen, zum Beispiel beim Investitionsschutz, wo sie eine gewisse Reform von ISDS vorgeschlagen hat, wobei diese Reform meines Erachtens eher oberflächlich ist, bei der Regulierungszusammenarbeit, wo der Geltungsbereich des lebendigen Kapitels eher etwas geschwächt wurde, oder bei der Transparenz, wo das Verhandlungsmandat zum Beispiel veröffentlicht wurde. Die Kommission hat eine gewisse Transparenzinitiative, wo sie ihre Vorschläge veröffentlicht, nicht alle, aber schon etliche. Und in dieser Hinsicht hat es wirklich die Zivilgesellschaft meines Erachtens geschafft, diesen technokratischen Politikbereich etwas der Öffentlichkeit zu öffnen. Es gibt aber noch offene Fragen zu deren allgemeinen Einfluss, und da können wir natürlich in der Diskussion weiter eingehen. Da die Kommission es ja schon mit eher oberflächlichen Reformvorschlägen geschafft hat, gewisse Proteste zu beschwichtigen oder gewisse politische Parteien, zumindest in Deutschland, zu beschwichtigen. Und dazu muss man auch noch sagen, dass der zivilgesellschaftliche Protest eher in Europa konzentriert ist. In den USA ist TTIP wirklich, also da würde ich wirklich ein Problem damit haben, einen Saal wie diesen abends mit einer Diskussion über TTIP zu füllen. Und um Druck auf die US-Verhandler auszuüben, muss da schon eher mehr zivilgesellschaftlicher Protest oder Mobilisierung geben in den USA. Letzte Dia. Springen wir mal durch. Nochmal
Ja, okay, also Fazit. Natürlich ist es zu früh zu sagen, was das Endergebnis sein wird, und TTIP wird sich wahrscheinlich in die Länge ziehen. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich nicht abgeschlossen, oder die Verhandlungen werden nicht abgeschlossen dieses Jahr. Und dazu gibt es noch den Ratifizierungsprozess, das dauert eine Weile noch, bis wir ein Abkommen oder kein Abkommen haben. Aber unseres Erachtens nach gibt es schon klare Indizien, dass die Absicht hierbei besteht, die Regulierungspolitik zu entpolitisieren. Und hier handelt es sich hauptsächlich um die Deregulierung durch die Hintertür, durch die gegenseitige Anerkennung und durch diese Prozedere des lebendigen Abkommens. Und trotzdem bin ich da noch optimistisch, weil die Befürworter immer noch in die Defensive gedrängt werden. Was zu gewissen, wenn auch noch oberflächlichen Kompromissen bei der Gestaltung der EU-Position bei TTIP geführt hat. Ich möchte mit drei Szenarien für TTIP meinen Vortrag hier enden. Das erste Szenario ist, dass TTIP scheitert. Entweder weil auf einer Seite die Ratifizierungshürde bei dem Europaparlament, bei den Mitgliedstaaten und bei den nationalen Parlamenten nicht überstanden wird, wegen der Mobilisierung der Zivilgesellschaft. Das ist natürlich eines der möglichen Szenarien. Oder es könnte sein, dass das Abkommen so abgeschwächt wird, dass die wirtschaftlichen Interessen, die dieses Ankommen irgendwie gepusht haben, Interesse an TTIP verlieren. Und in gewisser Hinsicht gibt's hier muss die Kommission hier einen Drahtseilakt eingehen, um irgendwie ein Abkommen zu finden, das nicht zu sehr abgeschwächt ist, dass das Business da kein Interesse mehr dran hat, aber trotzdem noch ratifizierbar ist. In dieser Hinsicht ist das zweite Szenario, dass TTIP erfolgreich abgeschlossen wird, weil, und das sehen wir schon bei ISDS, Kompromisse bei den heikelsten Themen eingegangen werden. Ne? Die kritische Politiker ausreichend beschwichtigen. Und das Beispiel hier haben wir bei der Europaparlamentsresolution zu TTIP, wo ein Hauptteil der sozialdemokratischen Gruppierung im Europaparlament für diese eher pro-TTIP-Resolution gestimmt hat, weil gewisse Kompromisse bei ISDS präsentiert wurden. Also die Resolution kam vor dem offiziellen Vorschlag der Kommission, aber es wurde gesagt, oder die Kommission sah es als einen positiven Schritt und als eine Legitimierung ihres späteren Vorschlags. Und drittens, und das ist immer noch am unwahrscheinlichsten, aber ich wollte optimistisch enden, oder wir wollten das Buch optimistisch enden und wir wollten Vorschläge für die Zukunft bringen, ist, dass es ein fortschrittliches TTIP gibt, wo zum Beispiel es um eine Harmonisierung nach oben geht, bei Fragen wie bei Standards, bei Umweltfragen, im Kampf gegen den Klimawandel, und nicht nur um Kostensenkung für Großunternehmen. Und auch wenn dieses Szenario noch am unwahrscheinlichsten ist, war es doch am Anfang der Verhandlungen komplett undenkbar. Und daher hoffe ich, dass die zivilgesellschaftliche Mobilisierung um TTIP noch Ausdauer zeigt. Weil dieses Szenario braucht wirklich Ausdauer. Damit die Handelspolitik auch über TTIP hinaus neu gestaltet werden kann. Es bringt nichts, es bringt schon etwas, TTIP zu schlagen, aber dann haben wir noch das unfaire Handelssystem, mit dem wir noch heute leben. Und daher muss, glaube ich, die zivilgesellschaftliche Mobilisation zu TTIP eine gewisse Ausdauer halten. So, ich stoppe da und freue mich auf Ihre Fragen.